Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns seine Mutter zur Mutter geschenkt hat, er sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu unserer Heiligen Messe, auch die Kinder, die da sind. Wir werden heute in das Land Israel mitgenommen. Genau heute vor einem Jahr durfte ich auf dem Berg Karmel sein. Wir feiern heute das Fest unserer lieben Frau auf dem Berge Karmel. Das ist ein wunderschöner Bergrücken in Galiläa, am Meer gelegen. Dort war schon im Alten Testament ein Ort, wo der Prophet Elia gebetet hat, wo er dann auch aufgerufen hat, dass die Menschen sich wieder Gott zuwenden. Im Neuen Testament sind Mönche auf diesen Berg gezogen und haben dort im stillen Gebet vor Gott verweilt. Daraus entstand der Karmelitenorden. Die Karmelitinnen, Frauen, die ganz zurückgezogen leben, im beschaulichen Gebet Zeugnis geben, dass Gott immer da ist. Wir dürfen uns freuen, dass wir in diese Stunde eintreten dürfen, in dieses Dasein Gottes bei uns. Und es ist ein Dasein, das uns mit Glück erfüllt. Herr Jesus Christus, du bist uns immer nahe. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du bist unser Begleiter in allen Einsamkeiten. Christus, erbarme dich unser. Du bist unser Erlöser aus allen Nöten. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Groß und heiliger Gott, du hast den Berg Karmel schon im alten Bund durch das Wirken der Propheten ausgezeichnet und ihn auch im neuen Bund zu einer Stätte der Beschauung erwählt, zu einem Heiligtum der jungfräulichen Mutter Maria. Gib uns auf ihre Fürsprache die Freude, im Gebet deine Nähe zu erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Sacharja. Juble und freue dich, Tochter Sion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, Spruch des Herrn. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der Herr der Heere mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Juda in Besitz nehmen. Es wird sein Anteil im heiligen Land sein, und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mutter der Gütigkeit, Mutter des Herrn, über die Himmel weit leuchtender Stern, wende um, Mutter, und tröster ihn du. Deine Halleluja, Halleluja,
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollte mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Da streckte seine Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, seit der Taufe sind wir hineingerufen worden in die Gottesfamilie, von der heute jetzt im Evangelium von Jesus die Rede ist. Aber es ist so schwierig zu hören auf die Stimme Gottes, besonders in unserer lauten, so ermüdenden Welt. Da ist es so wichtig, dass wir Aufmunterungszeichen haben, Aufmerksamkeitszeichen. Der Berg Karmel, wo man einübt, in der Stille vor Gott da zu sein, übrigens dann auch die Schönheit der Natur sieht. Der Berg Karmel ist berühmt für seine Blumen. Ihr wisst, Israel ist auch viel trockenes Land, aber dort blüht alles so schön. Gott mit der Schönheit seiner Welt. Der Berg Karmel hat immer schon Zeichen gehabt. Beim Propheten Elia, da war eine große Dürre, 3,5 Jahre lang. Kann man sich vorstellen, wenn es nie mehr regnet, 3,5 Jahre. Ist dann ausschaut. Und da war der Prophet, hat das Wort bekommen: Geh hinauf auf den Berg und halt Ausschau nach einer Wolke. Dann lange ist nichts gekommen und auf einmal ist er wiedergegangen und hat eine ganz eine kleine Wolke gesehen über dem Meer. Und dann ist er zum König und hat gesagt: So, jetzt spann deinen Wagen an, denn bald wird es regnen und das Land wird wieder fruchtbar werden. Diese Wolke war ein Vorauszeichen für die Mutter Gottes. Sie ist quasi die kleine Wolke, aus der hervor dann die Ströme der Gnade kommen, die ganze Liebe Gottes, wie sie uns in Jesus sichtbar wurde. Das war das erste Zeichen, das uns Menschen aufmerksam machen soll. Maria zeigt uns immerhin: Aus mir kommt der hervor, der euer Leben belebt, wo alles wieder fruchtbar wird und schön wird. Jesus Christus. Ihr kennt ja das Bild vom barmherzigen Jesus, wo die Lichtstrahlen herauskommen dann. Strahlen des Lebens. Das ist das erste Zeichen. Das zweite Zeichen vom Berg Karmel ist, die Mutter Gottes ist dort den Mönchen erschienen mit ihrem Schutzmantel und hat diesen Mantel quasi über die Menschen gelegt als Zeichen: Ich bin bei euch, ich schütze euch. Und seither gibt es bei den Karmeliten diesen Brauch und auch andere Christen. Letztes Jahr, wie wir in Israel waren, haben wir alle diesen Schutzmantel Mariens uns anlegen lassen. Ein kleines Stofffleckchen, das vorne und hinten ist und ein Band dazwischen, das man sich umhängen kann, als Zeichen auch zur Erinnerung: Ich bin unter dem Schutz der Mutter Gottes, dem Schutz Mariens. Wenn wir eines tun, offen werden für seine Gegenwart, dass er immer da ist. Und wer das lebt, ist ein geistlicher Mensch, der ist in Verbindung mit Gott und der kann dann auch die Führung Gottes besser annehmen. Der wird geführt von Gott.
geführt, dass er überall, wo er ist, die Liebe von ihm empfängt und ausbreitet. Wenn wir das tun, dann tun wir alles Wichtige. Nehmen wir uns das heute mit. Ich will zur Familie Gottes gehören, weil ich hinhöre auf seine Gegenwart und mich führen lasse als Zeuge der Liebe. Amen. Zu Jesus Christus, der uns Maria als Mutter und Schützerin gegeben hat, beten wir voll Vertrauen. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christen im Heiligen Land, die mitten unter Juden und Moslems Christus lebendig bezeugen dürfen. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Stillen im Lande, die Gott in einem einfachen Leben dienen wollen. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Männer und Frauen mit prophetischer Kraft, die Gott auch mit uns in unseren Tagen erwecken wolle. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Brüder und Schwestern in den Karmeliterorden, die Gott in Schweigen und Gebet dienen. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Karl Riegler für verstorbenen Schwager Hans Karlinger. Sohn der Jungfrau, wir bitten dich, erhöre uns. Höre, Christus, auf die Fürsprache deiner Mutter, die mit uns dich bittet, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Mutter in Todesnot, Mutter. Zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn, nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Herr, wasch ab meine Schuld und meinen Sünden mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir gedenken der seligen Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, den Erlöser der Welt. Die Feier des heiligen Opfers mache uns selbst zu einer Gabe, die auf ewig dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, weil du Großes getan hast an der seligen Jungfrau Maria. Vom Heiligen Geist überschattet, hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten, die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore.
Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus gibt sein Leben für uns. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden untereinander durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron,
dem heiligen Propheten Elia und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzig verzeihenden Liebe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht in diesem Zeichen Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die den Willen Gottes tun und zur Familie Gottes gehören. Der heiligen Kommunion stehen wir da und Christus vereint sich mit uns, damit wir ihm ähnlich werden. Christi, schenke uns das ewige Leben.
alle Welt schweige, denn Gott tritt aus seiner heiligen Wohnung hervor. Zu leben, grüßen wir sie noch mit dem Lied auf der Seite 29. Mehr stern ich dich grüße, O Maria, hilf, Gottes Mutter süße, O Lasst uns beten. Barmherziger Gott, am Gedenktag der seligen Jungfrau Maria haben wir Anteil erhalten an den Gaben der Erlösung. Gib, dass auch wir den Reichtum deiner Gnade preisen und dass sich das göttliche Leben in uns entfaltet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt für euer Kommen, Mitfeiern der Heiligen Messe. Jede Messe ist ein so Entgehen auf den Berg Karmel in die Gottesgegenwart, die uns belebt und mehr zu Kindern Gottes macht. Gehen wir hinaus, leben wir in seiner Liebe. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden.